So, prima. Ja, da habe ich mal wieder viel zu sehr um die Ecke gedacht, weil ich irgendwie dachte, man kommt vielleicht von der Höhle irgendwie dahin. Aber naja, was soll's? Meint ihr, das ist eine gute Idee? Naja, geht so. So, den nehmen wir hier mit. Solange die einzeln sind, macht das Ganze ja auch noch Spaß. Aber wenn man dann so 15 Tauern an der Backe hat, dann wird das Ganze ja auch schon wieder ein bisschen schwerer. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal durch die Höhle. Durch die Höhle durch und werden dann da hinten weiterlaufen, wo auch der Elementarmagier langgelaufen ist oder die Elementarmagierin, das weiß ich nicht so genau. Und dann haben wir da auf jeden Fall eine Wegmarke gehabt und einen Fertigkeitspunkt, wenn ich das richtig gesehen habe, und vermutlich auch noch eine Aufgabe. Wir haben jetzt schon zwei tägliche Dinger erledigt, das ist natürlich auch sehr schön. Ja, wenn ich jetzt natürlich jeden Tag spiele und das einigermaßen um die gleiche Uhrzeit, dann ist das natürlich ziemlich praktisch. Boah, wie genial das hier aussieht wieder, oder? Wie schön. Vor allen Dingen, was das auch für Gegensätze sind. Da hinten gerade in dem Lager eher so brachial und alles auf Krieg getrimmt. Und hier hat man halt wieder irgendwie so total schön alles. Ah, herrlich. Wirklich prima. Da habe ich gleich irgendwie Bock, ins Wasser zu springen und eine Runde zu schwimmen. Ja. Wobei es jetzt im Moment, also hier im Real Life, nicht gerade so schönes Wetter ist. Es ist den ganzen Tag schon grau in grau. Nee, abgebaut. Aber das lernst du irgendwann nochmal, meine Gute. Ach, da hinten war ja die Wegmarke gewesen. Ich dachte, ich müsste jetzt über den Fluss drüber, aber das muss ich nicht. Oder über den See vielmehr. Es ist ja kein richtiger Fluss. Aber was haben wir denn da hinten? Mag da vielleicht auch irgendwas Interessantes sein? Also hier so. Bestimmt. Ja, bestimmt. Aber wir gehen jetzt erstmal trotzdem die Wegmarke da oben freischalten. Und vielleicht können wir auf dem Weg dahin noch die Sehenswürdigkeit da mitnehmen. Den Ausguck meine ich. Ich weiß nicht, warum ich das immer noch alles verwechsel. Da beschwere ich mich über Shai, die den Aufbau und Abbau von Adrenalin nicht auseinanderhalten kann. Und dann bin ich selber kein Deut besser mit Ausgucken und Sehenswürdigkeiten und Fertigkeitspunkten und was weiß ich nicht alles. So, da oben irgendwo. Ach ja, meine Güte, ist ja gut. Dann gebe ich dir halt den Gnadenstoß. So, aber mal gucken, ob der Späher hier mit uns redet. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Seraphen stehen in eurer Schuld. Das tun sie wohl. Da haben wir ein bisschen Eisenerz, was wir abbauen können. Können wir das abbauen? Ja, können wir. Und nehmen wir auch mit. So, und wie kommen wir jetzt da hoch zu der Sehenswürdigkeit, wollte ich gerade schon wieder sagen. Zu dem Ausguck natürlich. Hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht müssen wir da vorne irgendwo hochgehen. Irgendwo wird es doch hier bestimmt die Möglichkeit geben, dass man auf den Berg hoch kann. Ah, naja, sieht gerade nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ohne ein paar Greife. Da hinten. Da hinten geht es auf jeden Fall hoch. Dann gehen wir da mal gerade schauen. Ach nee. Ich dachte, aber da ist irgend so ein Lager. Kommt man da rein? Ah, da ist aber der Fertigkeitspunkt. Na, den können wir auf jeden Fall mitnehmen. So, ich stelle mal gerade hier den Banner auf. In der Menge liegt Kraft. Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch steht. Das alte Mädchen gibt einfach nicht auf. Die Initialen, die in sie eingeritzt sind, sind schon mehr als 30 Jahre alt. Damals war ich noch ein Glitzern in den Augen meines Vaters. Was ist denn hier los? Wir schicken diese alte Balliste in den Ruhezustand. Bevor sie weg ist, werden wir allerdings unsere Ausweich- und Hackfertigkeiten trainieren. Wollt ihr euch uns anschließen? Rennt einfach von hier aus zu ihr rüber und versetzt ihr ein paar ordentliche Hiebe. Okay, ich bin unterwegs. Wo ist sie denn? Ach, da. Okay. Das wollen wir natürlich machen. Und die müssen wir jetzt zerstören, oder wie? Ja, sieht so aus. Das ist ja mal eine Fertigkeit, ein Fertigkeitspunkt, den ich jetzt so noch nicht erlebt habe. Kann ich mich nicht daran erinnern, auch wenn ich das Hinterland eigentlich schon hinter mir gelassen habe mit meiner Waldläuferin. Aber daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ist ja eigentlich eine witzige Idee, auch mal sowas zu machen, oder? Also da haben sie sich schon wirklich was einfallen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was es da so für verschiedene Sachen gibt, ist schon sehr, sehr witzig. Und ich habe auch letztens irgendwo einen Fertigkeitspunkt gehabt. Da musste man ein Rätsel lösen. Oh, wir haben kein Sammelwerkzeug mehr ausgerüstet. Doch, irgendwo haben wir doch noch, genau. So.
Da musste man so ein Rätsel lösen. Man hat eine Geschichte gehört, also so ein Char war das gewesen, der hat eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte, ja, hatte dann halt so ein paar Stichpunkte beinhaltet, die dann abgefragt worden sind. Und das war so super lustig gemacht. Ich bin, glaube ich, zweimal durch die Prüfung gefallen. Aber beim dritten Mal hat es dann tatsächlich funktioniert. Oh, ein Veteran, das war mir jetzt gerade nicht so wirklich bewusst. Dann wäre ich wahrscheinlich eher vor dem abgehauen, aber naja. Man muss sich auch manchmal Herausforderungen stellen und nicht immer nur abhauen, oder? Das ist ja eigentlich doof. Das ist ja langweilig. Wir sind ja hier, um zu kämpfen und um die Welt zu retten. Und dazu gehört es auch, einen Adler-Veteran anzugreifen. Alter Adlergreif. Naja, mal gucken, ob der was taugt, ob der vielleicht was Schönes fallen lässt, aber bestimmt nicht. Tja. Nö, verwüstete Betrügerstiefel. Ja, die hören sich schon so grandios an. So, wo geht es denn jetzt mal bitte? Passt mal auf, wir holen jetzt erstmal die Wegmarke, damit wir die schon mal sicher haben und damit wir nicht wieder irgendwo dann sterben werden und dann den ganzen Weg wieder hier hinlaufen müssen durch das ganze Lager und so weiter. Deswegen würde ich sagen, wir holen die Wegmarke und dann kümmere ich mich um den Ausguck. Oh, was haben wir hier? Trainiert mit der Kompanie. Testet Ziras Gefährtenballisten und Mörser, trainiert mit den Söldnern, verwendet Hawks Vögel zur Ungeziefervernichtung und tötet Zentaurenspeer. Okay, erstmal möchte ich gerne, wo ist denn das verdammt nochmal? Müssen wir hier rein anscheinend? Muss? Ja, ja, erstmal Wegmarke, 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 Wegmarke da vorne. So, prima. Und da hinten oben irgendwo, da war der Ausguck gewesen, den ich jetzt eigentlich auch gerne hätte, bevor ich mich um die Aufgabe kümmere. Aber das sieht irgendwie schlecht aus. Ich renne dann nochmal einmal drum herum und schaue. Das ist ja übrigens ein sehr, sehr süßes Lager, wie ich finde. Sehr süß gemacht. So, wir müssen ja irgendwie hier auf diesen Berg hochkommen. Weil da ist der Ausguck. Aber mir ist gerade nicht so wirklich ersichtlich, wie man da hochkommen soll. Vielleicht wirklich von der anderen Seite, da wo wir gerade eben gewesen sind, wo wir den Adlergreifen getötet haben. Ich merke gerade, wie mein Mund so ein bisschen pappig wird irgendwie vor lauter Gerede. Ja, oder müssen wir uns hier, ich meine, da hochlaufen, das geht ja wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre cool, wenn das gegangen wäre. Oder hier irgendwie sich hoch. Nee, da kommt man gar nicht hinter. Okay. Da ist dann wieder so eine schöne unsichtbare Wand. Ja, vielleicht müssen wir auch hier irgendwo. Irgendwie erinnere ich mich daran, aber irgendwie auch nicht so richtig. Das ist, ich weiß es nicht. Musste man hier irgendwo entlang? Ging es da irgendwo hoch? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich glaube, das ist es gewesen. Genau, und ich wollte ja hier hoch. Ja, so habe ich mir das nämlich gedacht. Und das sieht auch sehr danach aus, als ob wir jetzt zu dem Ausguck kommen würden. Ja, das war jetzt mal wirklich eine ganz feine Sache hier. Ach, schön, ein bisschen Berge steigen. So, und dann müssen wir hier entlang, oder wie sehe ich das? So, und dann haben wir es auch schon. So einfach kann es gehen. Ab dafür. So, 5 von 8. Prima. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück in das Lager. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir da zurückkommen, wo wir hergekommen sind. Ob wir dann wieder über diese Palisaden springen können? Wahrscheinlich eher nicht. Weil das soll ja immerhin Angreifer fernhalten. Wenn man jetzt einfach so da reinmarschieren könnte, dann hätte das Ding nicht so ganz seinen Zweck erfüllt. Ja, dann prügeln wir uns jetzt mal gerade hier durch die Greifen. Gehen dann in das Lager zurück und dann quatsche ich mal mit dem Auftraggeber und dann machen wir das auf jeden Fall auch noch fertig. Und danach mache ich dann eine Aufnahmepause und werde mir irgendwas zu futtern machen, weil ich habe nämlich irgendwie wahnsinnigen Kohldampf. Ich weiß gar nicht, ob man meinen Magen knurren hört. Das wäre mal lustig, oder? Aber die Aufgabe möchte ich jetzt halt gerne noch beenden.
Und dann, ja, werde ich morgen nochmal einen Schwung aufnehmen und dann, ja, wird es das vermutlich für mich erstmal gewesen sein. Das ist jetzt komisch, weil ihr hört das Ganze ja eigentlich erst viel, viel später und bis dahin ist der Urlaub ja vermutlich auch schon wieder rum. Und dann werde ich ja schon wieder neue Aufnahmen starten. Ach, das wird ein Spaß, ich sag's euch. Und dann bald geht ja dann auch, ja, was heißt bald? Ja, wohl, ja, bis die Folge online ist, ist es ja dann fast schon wieder bald. Das ist aber für mich ganz, ganz komisch, so vorauszudenken irgendwie. Und ich mag auch immer ungern irgendwelche Versprechungen machen, die man dann vielleicht gar nicht einhalten kann. Aber dann wird ja dann auch bald irgendwann hoffentlich der Shooter losgehen, von dem ich schon so viel erzählt habe. Wo haben wir denn, haben wir hier mal erstmal einen Kaufmann da hinten, ja. Das möchte ich jetzt nämlich zuerst erledigen, bevor ich das wieder vergesse. Werden wir hier erstmal verkaufen und dann wieder ein paar Sachen auch zerlegen. Zumindest sofern uns das möglich ist. Weil wir haben ja nicht mehr so viel zum Zerlegen. Aber bei dir hier gibt es auch hoffentlich was zu kaufen. Komm, wir lassen uns mal nicht lumpen und machen mal dieses edle Verwertungsgedönse. Vielleicht kriegt man dann ja wirklich ein bisschen mehr raus, das weiß ich nicht. So. Ah, das kann alles weg. Das Schwert war mit Sicherheit auch schlechter als das, was wir schon haben. So, dann machen wir die Beutelchen hier auf. So. Die Axt, ja, wie gesagt, wenn die Axt jemand haben möchte, dann kann er sich gerne bei mir melden. Der Helm, den habe ich auch noch im Moment. Und es ist ja dann so, wenn ich jetzt dann im Urlaub bin und so weiter, dann spiele ich ja natürlich nicht. Also wenn sich einer melden sollte, dann sehe ich das mit Sicherheit. Und dann wird es halt ein bisschen dauern, bis ich euch das dann geschickt habe. Sollte ja aber klar sein eigentlich. So, und dann würde ich sagen, quatschen wir mal mit dem Herrn. Wer ist denn das? Wo ist der denn? Ach, da vorne. So. Und mal schauen, was er sie erst zu sagen hat. Mögen die Sechs euch behüten. Na, das ist schön. Hier gibt es viel zu tun und wir könnten Hilfe gebrauchen. Ziras neueste Waffen müssen getestet werden und unsere Söldner könnten einen Übungskampf gebrauchen. Hawks Vögel sind immer auf der Suche nach etwas Abwechslung und wenn Zentaurenspäher auftauchen, bringt sie um. Die Zentauren trauen sich bis an das Lager heran. Wir haben uns hier ziemlich gut verschanzt, aber das heißt nicht, dass nicht manchmal doch ein Zentaurenläufer vorbeischaut. Wenn ihr welche in der Nähe des Eingangs seht, dann erledigt sie. Okay, Hawks Vögel. Hawks verwendet schon seit einiger Zeit Vögel, um unsere Agenten im Außendienst zu überwachen. Außerdem vertilgen sie mit Vorliebe Ungeziefer in der Umgebung des Lagers. Wenn ihr helfen wollt, dann kann ich euch eine kleine Einweisung geben. Oh, klar, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Alles, was ihr braucht, ist dieses Horn. Mit diesem Hornstoß scheucht ihr die Ratten aus ihren Nestern. Dann ruft ihr die Vögel. Die kümmern sich um den Rest. Okay, ich lese erstmal das andere noch durch. Aber das machen wir auf jeden Fall. Was versteht ihr unter einem Übungskampf? Unsere Stellung ist so gut gesichert, dass unsere Söldner zu wenig Kampferfahrung bekommen, um auf Zack zu bleiben. Wenn ihr euch ein wenig umhört, werdet ihr sicher keine Schwierigkeiten haben, Gegner für ein Duell zu finden. Okay, und erzähl mir doch mal ein bisschen was über diese Waffen. Sie experimentiert mit Prototypen für Gefährten, Ballisten und Mörser. Sie hat in der ganzen Gegend Übungsziele aufgestellt. Ihr könnt die Prototypen also gerne einmal ausprobieren. Klingt nach Spaß, ich habe aber noch weitere Fragen. Nein, habe ich jetzt erstmal nicht. Wollen wir das mal ausprobieren mit diesem komischen Horn und so weiter? Das klang ja schon eigentlich sehr witzig, ne? Ja, das machen wir jetzt mal.